Ja, Freunde, am Montag um 18 Uhr ist es soweit. Das Transferfenster schließt sich. Dann hören endlich die ganzen Gerüchte auf und die ganzen Transfers sind in trockenen Tüchern oder halt auch nicht. Und jetzt geht es eben nochmal um den FC Bayern, die kurz vor dem Ende der Transferperiode nochmal richtig zuschlagen könnten. Ja, neben dem spanischen Mittelfeldspieler Marc Roca, den man ja von Espanyol Barcelona für 9 Millionen und 5 Jahre verpflichtet hat, können jetzt auch die nächste Personalie wohl bald bekannt gegeben werden. Die steht anscheinend kurz vor Abschluss. Es geht um den Backup für Robert Lewandowski und es handelt sich um keinen geringeren als Erik-Maxim Choupo-Moting. Zuletzt war er ja bei Paris tätig, sage ich jetzt mal für ein Jahr, wenn man es so nennen kann. War dort als Backup vorgesehen und soll jetzt eben auch wieder als Backup nach München kommen für Robert Lewandowski. Er stand ja in Deutschland schon beim HSV, bei Nürnberg, in Mainz und Schalke unter Vertrag und jetzt eben wohl zu den Bayern. Ja, Choupo-Moting weiß wahrscheinlich selber gar nicht, wie ihm geschieht. Zuerst Paris, jetzt München. Unfassbar eigentlich. Ich sehe ihn jetzt eher bei einem Verein wie Schalke, also jetzt kein Front an Choupo-Moting, aber wobei er bei Paris ja auch gezeigt hat, dass er was kann, wenn er von der Bank gekommen ist. Allerdings ist die traurige Konsequenz an der ganzen Sache, dass Joshua Zirkzee, ja, der ja eigentlich zuerst als Ersatzmittelstürmer gedacht war, jetzt wohl keine Chance mehr hat und verliehen werden soll. Meiner Meinung nach macht das Ganze nicht viel Sinn. Ich hätte eher gesagt, man sollte Zirkzee langsam aufbauen, aber lass mal die Bayern mal machen. Ja, Freunde, das war's schon mit dem Video. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Transfer in die Kommentare, auch zur Sache mit Joshua Zirkzee. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich mega freuen. Und bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.